Nee. Da bin ich auch schon wieder. Ja, mal ganz kurz die Küche sauber gemacht und aufgeräumt und abgewaschen. Und ach, ihr wisst ja, wie das ist, ne? So, sag mal, ich weiß ja, dass ich ein nicer Typ bin, aber so heißt er nur auch wieder nicht, okay? So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir brauchen, beziehungsweise wir hatten ja jetzt eine. Die ME-Controller gemacht. Leider ohne MEC, also EMC-Dings. Aber okay, gut, so, dann kommt das erstmal alles weg, was weggeht. Denn wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Platz. Also, ich will zumindest ein bisschen Platz haben. So, das kommt da rein, das leider nicht. Das, das alles? Coole Sache. So, dann brauchen wir jetzt mal eine Kiste. Eine Kiste, Kiste, Kiste. Keine Kiste. Was ist in der Kiste? Oh nein. Oh, diese blöde, aber auch wirklich selten dämliche Eis.de-Werbung, ne? Oh Gott, ey. So, der Fluxblock kommt weg. So, die ME-Controller, die behalte ich mal auf Tasche. Es kommt alles sonst weg. So. Denn wir brauchen jetzt. Jetzt wird's ganz toll. Wir brauchen nämlich jetzt Storage. Die Storage-Komponente. So. Ich würde nämlich ganz gerne gleich ganz groß einsteigen, weil alles andere sehe ich keinen Sinn drin. Das heißt aber auch, dass wir unser Logistics-Pipe-Network mal ein bisschen ausbauen müssen. Sollte, glaube ich, kein Problem sein. Platz haben wir, denke ich mal, genug. Drei haben wir hier auch noch frei. Brauchen wir die Crafting Logistics Pipes und die Crafting Table. Ich muss jetzt erstmal schauen. So. 1K, so das ist Redstone, Certus Quartz. Und die Logic Prozessor. Theoretisch ist es machbar, dass wir alles komplett vollautomatisch machen. Setzt aber voraus, dass wir A noch ein paar Advanced Inscriber machen. Denn wir brauchen für jeden Prozessortyp, also für die Calculation, für die Engineering und für die Logic, sowie für die Silicon, brauchen wir jeweils einen Inscriber. Und hinzu kommt noch ein Inscriber, der die Prozessoren zusammenbaut. Also die Printed Silicon, die Circuits und das Redstone zusammenbastelt. Heißt für uns, wir müssen hier noch ein bisschen ausbauen. Aber wisst ihr was? Wo ist mein Schlafsack? Da ist mein Schlafsack. Das gefällt mir. So. Das heißt für uns, wie gesagt, dass wir das weiter ausbauen müssen und dass wir hier voll eine riesen Fabrik hinsetzen gleich werden. Ach, baut euch einfach einen Satz draus. Ob Sinn macht oder nicht, das ist mir ehrlich gesagt manchmal ziemlich shit egal. Wer mir nicht folgen kann, der ist doof. tja. Tja, mal schauen. Wir werden das auf alle Fälle hier mal eben abreißen. So, ich glaube, den Steam-Ofen an sich können wir auch abreißen, weil es war schön und gut, dass wir den jetzt hier hatten und war auch ganz nett mit ihm, aber brauchen tun wir sie gerade nicht. Auch wenn es mir ein wenig leid tut. So. Die Boiler hingegen, die lassen wir stehen, weil die High-Pressure-Boiler, die kann ich nicht einfach auseinandernehmen. Die müssen erst abkühlen. So gesehen, ist das schon in Ordnung. Wir können allerdings hier die Pipe wegnehmen. So. Und wenn er denn irgendwann mal abgekühlt ist, können wir den High-Pressure hier mal wegnehmen. Den anderen lassen wir einfach stehen. Oh, komm mal her, du dusselige Spinne. Ups. Ha, du burnst, Baby. Burn. Burn for me. Oh, yeah. So. Die ganzen Ores, da werden wir uns ehrlich gesagt erst dann mit beschäftigen, so wirklich, sobald wir.
unser ME-Netzwerk haben. Denke ich mal. Wobei, wir könnten... Oh, alter Schwede, wir könnten noch ganz viel machen. Wir könnten rein theoretisch aber auch... das ist jetzt schade, dass wir im Prinzip keine Möglichkeit haben, direkt miteinander zu kommunizieren. Also die haben EMC-Level, ja. Wir könnten... Und das wäre eigentlich gar nicht mal so unknorke, wenn wir die ganzen Kisten hier mal hinfort nehmen. Und zwar ganz hinfort. Wir haben doch hier... muss mal schauen. Noch ganz viel Platz eigentlich. So, wir könnten uns hier mal einen Raum ausheben. Hui! Hui, hui, hui. Wir könnten uns hier mal einen Raum ausheben und da dann mal ein paar Barrels reinstellen, die wir früh geupgradet haben. Ja. Und da dann mal die ganzen Ores rein. Und dann machen wir gleich zwei rein. Warte mal, haben die Barrels eigentlich... Barrels! Barrels! Ja, haben. Dann kann ich euch das mal eben demonstrieren, wie ich das meine. So, dann können wir nämlich... also geht noch ganz viel weiter. Und dann da oben gleich... nochmal ein paar Barrels drauf für die einzelnen Ingots. Wobei ich gerade am Überlegen bin, macht das Sinn? Würden Storage Drawers nicht theoretisch mehr Sinn machen? Denn haben wir die hier auch drin? Ja, haben wir. Weil theoretisch, wenn wir die Compacting Drawers nehmen, dann haben wir ja nicht nur die Ingots da drin, sondern auch gleich die Blöcke und die Nuggets. Was uns einen riesengroßen Vorteil beschert. Nämlich, dass wir letzten Endes weniger Platz brauchen. Ein Problem ist aber auch, warte mal, wir müssen mal eben gucken, auf was kann man die maximal upgraden? Hier, increases the storage to 30 times base value. Wir werden hier mal eben ganz kurz ein wenig testen. Also nicht wundern, dass wir jetzt hier in Cheat-Mode gehen. Ich will nur ein wenig, wie gesagt, testen. Und zwar brauchen wir 5. So. Nein, komm du da mal raus. So. Jetzt haben wir Stack-Limit. 1040. Heißt das 1040. Warte mal, ich brauche mal eben einen Stack von irgendetwas. Danke. Will mich eben wissen. Toll. So. Müssen wir mal eben gucken. Die Better Barrels. Ach nee, die hießen ja Jabba. Jabba. Jabba de Hut. Dann brauche ich jeweils davon nur einen. So. Wenn wir nämlich die Barrels voll upgraden. Wie viel letzten Endes da reinpasst. Nein. Ach, komm doch da raus, Mann. Oh. Es mobbt mich. Wieso mobbt es mich andauernd hier? Achso. So. Nein. Da. Und dann den. Und dann den. Und dann den. Und dann den. So. Upgrade Slots. 127. Wartet mal. Und was würde das... kosten, wenn wir uns gleich Deep Storage Units machen. Weil da passt theoretisch fast unendlich rein. Haben EMC Value und sind relativ simpel zu machen. Hat allerdings dann den Nachteil, wie sollte es auch anders sein, dass wir die Compacting Drawers nicht haben und somit dann auch nicht die Möglichkeit, uns Platz zu sparen. Auf der anderen Seite brauchen wir das, weil wenn ich mir jetzt überlege, dass wir beispielsweise einen Stack Gold da drin haben. Tja. Tja, tja, tja. Das ist jetzt nämlich jetzt die Frage, wie wir es machen. Ursprünglich war mein Gedanke, ich
kenne ihn nicht mehr. So gesehen bin ich jetzt erstmal offen für Neues. Ich meine, ich habe mir ja bei dieser Zusammenstellung der Mods etwas gedacht, so ist es ja nicht, ne? Aber ich denke mal, dass es doch gar nicht so schlecht wäre, wenn wir gleich die Deep Storage Units nehmen. Nein, wenn wir die Compacting Drawers vorerst nehmen. Zumindest für die Ores. So, dann ist jetzt nur die Frage. Einen normalen Drawer. Auf was kann ich den denn upgraden letzten Endes? Auf was für ein Niveau? So, erstmal den ganzen Mist hier wieder weg. Dass ich hier ja nicht durcheinander komme. So, die ME-Controller bleiben schön da, wo sie sind. Storage Drawers. So, da. So, das sind 2080 Stacks. Also im Prinzip die Hälfte davon. Also ich meine, das ist die Hälfte davon. Oder das ist das Doppelte davon. Je nachdem, wie man sehen will. Tja. Mein 2080 ist jetzt zwar vorerst erstmal eine Menge. Aber, warte mal, ich rechne das mal eben aus. 2080 Stacks, 2080 mal 64, wären 133.120 Items. Wir könnten ja erst einmal. Und was wären dann. Und die Compacting Drawers wären 66.000, paar zerquetschte. 560, um genau zu sein. Wir könnten. Tja. Warte mal, wir schauen mal, was wir im Lager jetzt noch haben. Wir haben hier Compacting Drawers. Das ist aber alles nicht viel an Materialien, was wir hier haben. Das, mein Gut, das ausgenommen. Das ist aber sowieso. So, ich konnte aber darauf voll zugreifen, ne? So, wie viel Gold haben wir hier? Ein Goldblock, ja. Dann ist das ja richtig. Wieso haben wir jetzt hier eigentlich ein Stacklimit von 80? Habe ich die. Ach so, weil ich die nur. Ah, alles klar. Damit geupgradet hatte. Weil ich damals nicht mehr hatte. So. Wie viel Dirt haben wir denn? 7000, kommt das hin? Da. Ja, kommt knapp hin, ja. Der rundet das ja nach einer Zeit. So gesehen? Gar nicht schlecht. Wie hat mir das denn jetzt hier gemacht? Ach verdammt, ich habe jetzt auch keine Wrench dabei. Warte mal, ich muss sie mal eben holen. Nein, nicht hier in den Deep Dark. Oh, shit. Hallo. Na, ich will wieder zurück. Danke. Ich würde ganz gerne dahin. Danke. Hilfe. So. Wo ist sie? So, da ist sie. So. Ich bin mir nämlich aufgrund der Tatsache, dass ich das schon ewig nicht mehr gemacht habe. Better Barrels, habe ich die jetzt? Ist das nicht. So, weg damit. Auf Nummer sicher gehen. So, meiner Lager. Da haben wir es ja. So. Polymorphic Item Sync und ein Provider Module. Okay. 1, 2, 3. Ach, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. So. Wenn wir jetzt sagen, der wird 6 hoch, braucht man das überhaupt so hoch? Ich glaube gerade gar nicht. Wisst ihr was? Wir gehen erstmal da nach hinten. Wir machen erstmal ein. Hier ist ja schon wieder Nacht. Ikidikit. Warum passiert denn das hier so schnell? Geht ja gar nicht. So. Weil wir nämlich. Naja, weil das Ding ist nämlich. Also, wenn wir nämlich jetzt von Grund auf ein vernünftiges Lagerungssystem aufbauen. Mithilfe der Storage Drawers. Total super, total. Alles schick. Und hast du nicht gesehen? Hey, gib die Ranch wieder her.
Wäre auch total super. Denn wenn wir nämlich das Storage Drawer System mit den Logistics Pipes verbinden, können wir letzten Endes das Logistics Pipe Network mit dem ME-Netzwerk verbinden. Hat nämlich den Vorteil, dass wir um einiges geileres Crafting-System letzten Endes zur Verfügung haben, als es Applied Energistics machen kann. Denn AE2 ist ein wenig beschränkt. Zumindest was große Massen an Items angeht. Müssen da mal schauen, wie wir es dann tatsächlich am Ende machen. Aber ja. So, ich will jetzt aber erstmal den Hammer repairen. Warte mal, haben wir Ardite? Haben wir Kobalt? Nein, haben wir nicht. Haben wir alles nicht. Gut, dann machen wir es halt weiter mit Bronze. Dann ist das halt so. Haben wir eigentlich den Auto-Tinker? Ja, den haben wir tatsächlich. So, wie viel ist da noch? Modifiers remain. Einer. Ach. Shit. Dab. Ich bin da mal weg.